50.000 Euro hat er ausgegeben. Küche, Couch, hat er alles gekauft. Und weißt du, was der Witz an der Sache ist? Was? Die Alte holt ihre alte Möbel mit. Weißt du, was sie geholt hat? Was? Ihr altes, ranziges Bett. Sagt, Schatz, wir können sparen. Sparen nach 50.000 Euro, bis der zu bleibt. Und weißt du, warum die das macht? Weil sie Anker wirft. Weißt du, was das ist? Was? Das hat die auch schon mal bei mir versucht. Da hat die Alte mal Schuh bei mir vergessen. Bleibt, verstehst du, Schuhe? Wie kann man Schuhe vergessen? Dann ruft die mich an, sagt die, Savik, ich hab Schuh bei dir vergessen. Nun, hast du die reingefolgt? Natürlich nicht. Ich hab gesagt, ich hab Durchfall, hab die Schuhe aus dem 10. Stock geworfen. Ich bin doch nicht doof. Weißt du, was das ist, Ankerwerf? Was? Das ist, wenn eine Frau zu dir kommt und irgendwas vergisst. Das ist Ankerwerf. Aber ich kann dir ganz genau sagen, wie es jetzt mit Victor sein wird. Der kriegt jeden Tag Terepirre, kriegt was zu essen gemacht, damit er glücklich ist. Bauch voll, Sack leer. So muss der eigentlich sein. Aber wart's ab 2-3 Monate, bis diese Fantasiewelt anfängt zu bröckeln. Und dann checkt er, aha, ich hab Wohnung geholt und 50.000 Euro Möbel. Und dann checkt er. Aber weißt du, was das Schlimmste ist? Wenn er die da aus der Wohnung rausschmeißt, was ist dann? Da liegt doch der Anker. 8 Jahre altes, verschissenes Bett. Verstehst du, es ist ja nicht zufällig, dass sie dieses Bett reingeholt hat. Die hätte ja eine Kommode reinbringen können oder einen Schrank oder irgendwas. Nein, Mann, die hat Bett ausgesucht, weil das Bett nach ihr riecht. Das ist ganz einfach, Mann. Und wenn der nicht in der Wohnung ist, dann reibt die sich an Wänden, wälzt sich auf dem Teppich rum, damit die ganze Wohnung nach ihr riecht, damit das Revier markiert ist. Der hat die rausgeschmissen, weil die weiß, dass der die rausschmeißen wird. Weil sie weiß, dass sie ihm auf den Sack gehen wird. Und was passiert dann? Dann sagt er, Victor, ich will mein Bett abholen. Ich komme in einer Woche. Und was ist? Die kommt nicht in einer Woche, die kommt in 2 Wochen. Weil die weiß ganz genau, das ist wie kalter Entzug, Digga. Der hatte jeden Tag Sex 2-3 Monate. Und was passiert dann? Bam, Alter, hat keinen Sex mehr. Das ist wie wenn du Heroin-Junkie plötzlich Heroin entziehst. Und da liegt er da, Alter. Hat schon Paranoia. Schläft mit Tränen auf dem Bett ein, weil das riecht, das Bett riecht nach ihr. Der Schrank riecht nach ihr. Die Wände riecht nach ihr. Der Teppich riecht nach ihr. Der wird langsam richtig verrückt. Und da kommt die und sagt, ich will mein Bett abholen. Und was passiert dann? Die kommt in die Wohnung und sagt, ich wollte mich entschuldigen, das war richtig beschissenes Verhalten von mir hin und her. Und was passiert dann? Die vertragen sich, haben Sex und dann denkt er, der ist glücklich, Alter, und ist alles wieder okay. Aber nein, Mann, 2-3 Wochen später fängt genau das alles wieder vom Neuen an. Und so kommt er nie wieder aus diesem Teufelskreis raus. So wird das nämlich sein.